willkommen im Molyneux Stadium, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Begegnung. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel aus der Premier League. Wolverhampton Wanderers gegen Chelsea. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Das ist die Aufstellung der Wolverhampton Wanderers. Heute im Tor Rui Patricio. Nelson Semedo spielt mit Johnny Castro in der Verteidigung. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. So wird Chelsea heute beginnen. Kepa steht im Tor, Jorginho steht mit N'Golo Kanté auf den zentralen Positionen. Und vorne drin sehen wir bei ihnen zu Spielbeginn zunächst mal nur einen Stürmer. Chelsea ist natürlich in der Spitzengruppe des englischen Fußballs, nur die umfasst eben aktuell schon 6, 7, vielleicht 8 Clubs. Also was da in der Premier League abgeht, das ist schon atemberaubend. Was die für Leute holen, da ist es auch für Chelsea kein Selbstläufer, oben dran zu bleiben. Anpfiff und los geht's. Callum Hudson-Odoi. Am Ball Werner. Jorginho. Und jetzt also Chelsea. Sie haben den Ball. Raúl Jiménez. Adama. Die Defensive steht. Chelsea verliert den Ball. Da sind Mitspieler frei. Moutinho am Ball. Und das ist wieder mal Kanté in dieser Situation. Timo Werner. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Den Ball will er nicht hergeben. Jorginho. Werner jetzt. Mason Mount. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Werner lauert in der Mitte. Tolle Aktion vom Torwart. So, Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kai Havertz. Da ist der Ball weg. Johnny. Romain Saiz. Er spielt den Pass auf den Flügel. So, was machen Sie draus? Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Callum Hudson-Odoi. Da kann er sich den Ball holen. Neves. Raúl Jiménez. Ruben Neves. Tolles Tackling von ihm. Es bleibt erstmal dabei.
Bislang kein Tor für Chelsea in diesem Spiel. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Hier kommt nochmal das Tor. So ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass. Und dann ist er da, packt den Volley aus. Es ist ein sehenswerter Treffer, ein unhaltbarer Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er bleibt weiter am Ball. Will er es alleine machen? Chelsea mit dem Angriff. Kai Havertz. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Oh, der Brodel, der Koch, da holen sie so eine schöne Chance raus und vergeben sie kläglich. Unfassbar. Der Ball kommt rein. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ball kommt in die Mitte. Gut geklärt, das war wichtig. Raúl Jiménez. Gefährliches Anspiel. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Lässt sich hier weit zurückfallen. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. N'Golo Kanté macht das ganz energisch. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Wenn Sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Zweiter Durchgang dieser Partie. Chelsea muss was tun. Man liegt hier bislang hinten. Den Ball kann er abfangen. Joao Moutinho. Johnny. Einwurf jetzt. Kai Havertz. Jetzt Joao Moutinho. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Mason Mount. Werner jetzt. Conte. Chelsea geht hier nach vorne. Sie suchen Havertz. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Guter Pass jetzt. Stark, das war's mit der Chance. Werner. Conte. Das macht er super. Zum wiederholten Male ein klasse Tackling. Ja, guter Pass. Da ist er zu früh losgelaufen. War nichts zu übersehen, abseits. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben.
Romain Saiz. Der Ballverlust. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Jorginho. Und jetzt also Chelsea. Havertz. Timo Werner am Ball. Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt gibt es einen Einwurf. Sie werden hier wechseln. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Gibt Strafstoß, ganz klar. Und das ist natürlich die Chance, hier für den Ausgleich zu sorgen. Wäre sehr wichtig. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Sie verwandelt den Strafstoß. Er hat diesen Elfmeter verwandelt, aber wir sehen in der Wiederholung, da war eine Menge Glück im Spiel. Keeper ahnt, dass der Ball in die Mitte kommt, kann ihn aber nicht halten. Muss ihn eigentlich halten. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jorginho. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Kanté. Und damit sind sie am Ball. Könnte den Konter geben. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Kai Havertz. Nur noch wenige Momente zu spielen und Chelsea baut nochmal auf. Mason Mount. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Das waren da doch zu viele Pässe. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Nicht mehr lange zu spielen und es steht nach wie vor unentschieden. Schafft hier noch ein Team den Siegtreffer. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Kai Havertz. Jorginho. Timo Werner am Ball. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Chance zum Konter jetzt. Wieder so ein klasse Pass. Da ist der Ball weg. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten.